wegen Arbeit, ich vernachlässige meine Frau. Weißt du nicht, dass du sterben wirst? Weißt du nicht, dass dieses Geld, was du verdienst, wird sowieso in dieser Dunya bleiben? Warum bist du so intensiv in Dunya hineingeraten und vernachlässigt deine eigene Familie? Es gibt in Dubai Universität, hat eine Forschung gemacht. Und diese Forschung kostet 3 Millionen Euro. 25 islamische Länder wurden geforscht. Kann man im Internet finden, diese Statistik. Haben geforscht, welche Gefahr werden die Muslime im Jahre 2020 bekommen. Das heißt, in circa 10 Jahren, Allah alam, welche Gefahr werden die Muslime haben? Die drei größten Gefahren, wisst ihr Brüder, was das ist? Drei größte Gefahren werden die Muslime haben. Das erste, Nummer eins, 25 Länder, Tunesien, Ägypten, Saudi-Arabien, Dubai, Emirate, Kuwait, Jemen, überall haben sie diese Statistik gemacht. 3 Millionen Euro Forschung ist das. Das ist eine ernste Forschung, um zu wissen, welche Sicherheit die Muslime in Zukunft haben werden. Auf was ist das größte Gefahr der Muslime? Auf was wird uns erwartet? Wisst ihr, was das erste Gefahr ist? In den islamischen Ländern, was auch im Jahre 2020 Nummer eins der höchste Gefahr wird? Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle. Wisst ihr, dass ein Muslim, ein Fahrer, der unachtsam in der Verkehr ist, sich selbst tötet, Auto schadet, Menschen verletzt, die behindert bleiben? Jedes Jahr gibt es Hunderte, Tausende Tote durch Verkehrsunfälle. Es gibt keinen Tag in islamischen Ländern, egal ob das Ägypten ist oder Türkei ist, dass Menschen 10 Leute, 15 Leute, 20 Leute pro Tag von Verkehrsunfällen sterben. Wie viel materielle Schaden und wie viele Leute, Waisenkinder bleiben zurück, verwitwete Frauen bleiben zurück und wie viel schwerbehinderte Leute, die angewiesen sind auf andere Menschen sind. In diesem Hajj, letzte Hajj in Arafat, ist aus Flensburg ein Bruder gekommen, der gehört hat, dass in unsere Zelt wird unsere Vortrag geben, ist gekommen. Subhanallah, nach dem Vortrag habe ich ihn gesehen und in Arafat hat ein bisschen geregnet, war feucht die Erde. Der hatte keinen rechten Hand mehr und keinen rechten Bein und hatte elektrische Prothese, Computerprothese, Fuß und Bein. Habe ich gesagt, Bruder, was ist mit dir passiert? Hat gesagt, Motorradunfall. Ja, aber Anas, Wallahi, ihr wisst gar nicht, welche Ni'ma diese Hand hat, was Allah euch gegeben hat. Diese Hand, was einfach aussieht. Ohne diese Hand, du bist angewiesen auf andere Menschen. Du kannst nichts machen. Diese Hand, was wir nicht achten, dieser Fuß, den wir nicht achten, ihr wisst gar nicht, wie wertvoll das ist. Und schau, mein Computerprothese, ich habe Angst, dass ein Tropfen Wasser kommt und diese elektrische Prothese wird nicht mehr funktionieren. Und er hat sich immer in Schutz genommen, dass kein Tropfen kommt und hat schwer damit. Deswegen, wegen Unachtsamkeit im Verkehr, sterben pro Tag viele Muslime. Warum? Weil einer nicht aufgepasst hat. Weil einer sagt, ich kann fahren, wie ich will. Für mich gibt es keine Regeln. Wer bist du? Wer gibt dir diesen Recht, dass du anderen Muslime Schaden fügst? Anderen Menschen Schaden fügst? Wer bist du? Deswegen, das ist das größte Gefahr. Subhanallah, ist der größte Gefahr der Muslime. Mehr als Kriege. Wir haben keine Gefahr, dass Amerikaner uns vernichten werden. Sondern Muslime selber werden sich vernichten. Das ist Studie, Bruder. Nummer eins. Nummer zwei. Überspringe ich, dann komme ich zu Nummer drei. Ist Depressionen. Viele Muslime werden krank sein. Seelisch krank. Subhanallah. Und das sehe ich heute schon. Viele Muslime sind gestört. Sind äußerlich anders, innerlich anders. Äußerlich verhalten sie sich anders, draußen verhalten sie sich anders, zu Hause verhalten sie sich anders, sind ständig unter Depressionen. Deswegen, liebe Brüder, sagt alayhi salatu wassalam, und jetzt komme ich zum Thema rein, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum
آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Sagt alayhi salatu wassalam in Adab al-Mufrad, was auch Sheikh Albani authentisch eingestuft hat, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Derjenige, und das ist die Mu'adalatu al-Sa'ada fi al-Dunya. Willst du glücklicher Mensch sein? Hat Prophet sallallahu alaihi wasallam den ganzen Glück in drei Sätzen vorgeschrieben. Der sagt, wer es schafft, ein sicherer Person zu sein. Aminan. Das heißt, er hat keine Angst, er sitzt auf dem Stuhl, er sitzt zu Hause, aber sein Herz hat keine Angst. Von wem? Von seiner Umgebung. Er fühlt sich sicher. Und seine Kinder, seine Familie fühlt sich von ihm sicher. Das ist die größte Glückseligkeit, was man bekommen kann. Die Frau hat keine Angst von dem Ehemann, fühlt sich sicher. Die Kinder fühlen sich sicher. Und genauso, liebe Brüder, sagt alayhi salatu wassalam, wa mu'afan fi jasadihi. Und er ist gesund im Körper. Gesund gibt es zwei Arten. Am Körper gesund sein gibt es zwei Arten. Erstmal äußerliche Krankheiten. Man kann Knochenbruch haben. Das sind äußerliche Krankheiten. Hautkrankheit haben und so weiter. Und dann gibt es noch die seelische Krankheiten. Und die Medizin sagt, 90% der Krankheiten, die am Körper entstehen, entstehen durch seelische Krankheiten. Wenn jemand Herzinfarkt bekommt, Schlaganfall bekommt, wenn jemand hohen Blutdruck hat, wenn jemand zuckerkrank ist, dann hat er Depressionen. Der ist krank. Der ist seelisch krank, Bruder. Und der braucht Behandlung und er weiß das gar nicht, dass er krank ist. Wir werden dazu gleich beweisen, wie er kann erkennen, ob er krank ist oder nicht, werden wir selber gleich aufzählen. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ. Und er hat das Tagesessen, was er braucht. Er hat das Essen, Trinken, was er braucht für den Tag. فَكَأَنَّمَ حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. So ist ihm die ganze Welt, die Reichtümer der Welt, ihm gegeben worden. Das heißt, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wie soll ich dann eminen in der Familie sein? Und dass diese Vortrag sollen wirklich die Frauen zuhören. Weil wirklich ist schon seit gestern uns Beschwerden gekommen, dass viele Schwestern reden und nicht die Vorträge hören. Aber diesen Vortrag, glaube ich, brauchen die Schwestern sehr viel, damit sie wissen, wie sie ihren Ehemännern behandeln sollen. Weil ihr habt kranke Ehemänner. Es gibt viele kranke Männer unter uns, die nicht mehr wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Diese Depressionen verbreiten sich wie eine Epidemie. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, wird gesagt, dass geschiedene Kinder haben schlechte Manieren, schlechten Adab. Eine Mann und Frau, die geschieden sind und haben Kind dahinter lassen, dass sie haben schlechte Manieren. Und das hat eine Universität geforscht, ob das stimmt oder nicht. Eine Universität hat gesagt, stimmt das oder nicht, wir werden das forschen. Sie haben 1000 Kinder von geschiedenen Familien genommen als Test. Genauso haben sie 1000 Kinder von Familien genommen, die Vater und Mutter im Streit leben.